Wir sind am nächsten Ort unserer Reise angekommen. Das ist unser Bus. Das hier ist auch ein Kloster in den Bergen, das Kloster Trostidissa. Und in ihm befindet sich eine wundertätige Ikone der heiligen Gottesmutter Maria. Zu dieser Ikone beten die Menschen für Kinder, also diejenigen, die keine Kinder zeugen können, aus gesundheitlichen Gründen. Sie kommen hierher fürs Gebet, und da das ein aktuelles Problem ist in unserer Zeit, dass es immer mehr Ehepaare gibt, die keine Kinder bekommen können, ist das auch ein beliebter Pilgerort. Hier das Kloster Trostidissa. Wir sehen, es wird hier gebaut. Das ist ein Zeichen dafür, dass auch viele Pilger herkommen. Hier geht es zur Klosterkirche. Hier auf der Ikone über der Pforte sieht man zum einen den Berg mit der Höhle, in der die Ikone gefunden wurde, und dann auch den Gürtel, der gespendet wurde und der bis heute verwendet wird im Gebet. Hier ist die Ikone der Gottesmutter Trostidissa, um die das Kloster gebaut wurde. Diese Ikone wurde am Ende des 10. Jahrhunderts hier gefunden, in einer Höhle auf dem Berg. Dann hat man eine Kirche gebaut, um die Kirche. Die Kirche hat dann Menschen angelockt, und mit der Zeit ist hier ein Kloster entstanden. Hier ist immer noch ein Männerkloster mit 8 Mönchen. Was überraschend für unsere Gruppe war, dass es hier einen Mönch gibt, der aus Deutschland kommt. Er hat seine Geschichte kurz erzählt. Er ist hier auf Zypern irgendwann mit einer Führung gewesen, hat sich die Insel angeschaut und hat auch das Kloster hier kennengelernt. Dann hat er einmal Urlaub hier im Kloster verbracht, dann ein zweites Mal. Und dann hat er sich entschlossen, orthodox zu werden, und ist in dieses Kloster übergesiedelt und lebt hier immer noch. Der Abt von dem Kloster ist ein 99 Jahre alter Altvater, der hier die Bruderschaft zum geistlichen Leben anleitet. Wie ich schon sagte, zu dieser Ikone beten Menschen darum, Kinder zu bekommen. Es kommen Familien und Frauen hierher, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben und beten von der Ikone. Es wurden schon oft diese Wünsche erfüllt, weshalb, wenn man in die Kirche reingeht, dann ist über dem Portal ein Mosaik, und auf diesem Mosaik ist ein Gürtel zu sehen. Das hat eine Geschichte. Eine Frau ist einmal hierher gekommen, eine wohlhabende Frau, und hat dafür gebetet, ein Kind zu bekommen. Dieser Wunsch wurde ihr nach dem Besuch des Klosters und nach dem Gebet vor der Ikone der Gottesmutter erfüllt. Und als das Kind dann da war, ist sie wiederum hierher gepilgert, wollte danken und hat einen Gürtel gespendet dem Kloster, den sie getragen hat, als sie hierher kam zum Gebet. Und dieser Gürtel, er ist mit Gold verziert und Edelsteinen. Er wird immer noch hier in dem Altar der Kirche aufbewahrt. Und wenn hier ein Bittgottesdienst stattfindet für Familien und Frauen, die ein Kind bekommen möchten, wird nach dem Gottesdienst dieser Gürtel herausgetragen und auf jede Frau auferlegt. Die Ikone selbst war über lange Zeit hinter einem Metallvorhang verschlossen. Mittlerweile hat man den entfernt, und so hat man hier die Ikone und drüben den Metallvorhang, der hier auf der Ikone war, mit dem die Ikone verdeckt war während des Osmanischen Reiches. Außerdem gibt es im Kloster eine Quelle, in der man sich waschen kann und wo man Wasser auffüllen kann und trinken kann.